Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Und wir brauchen hier offensichtlich mehr Drohnen. Wir sind hier wohl immer ziemlich überlastet. Wie viele haben wir hier? 19. Nehmen wir halt einmal die drei hier. Sollen die hier dazu? Mittel? Mittel, okay. Rakete ist da. Genau. Gesteinsabfälle holen. Jetzt sind die hier überlastet. Irgendwas ist doch immer, ne? Drohnen, der hat Drohnen mit. Okay. Sehr hier hinzu. So, da hat ein bisschen was geladen. Nicht die beste Stimme heute wieder. Leute, könntet ihr hier vielleicht arbeiten? Research complete. Interplanetares Lernen, sehr schön. Wow, jede Menge Gebäude, die nicht funktionieren. Was ist denn? Na toll! Genau! Super! Na super toll ist das! Ja, zerstör alles einfach! Zerstör einfach alles! Toll! Super! Das ist mal wieder ein schwerer Schaden! Und die Drohnen haben jetzt viel zu tun, das wieder hinzukriegen. Gut, die reparieren hier den Drohnen-Commander, Gott sei Dank. Nur die elektrischen Bürsten hat scheinbar nicht erwischt. Kuplone Lebenserhaltung. Ja sicher, weil jetzt dann nämlich sämtliche hier zerstört sind. Sämtliche... Na... Stirling-Generatoren. Scheiß Windhose. Das ist eine teure Reparatur. Gott sei Dank haben wir gerade viel Polymere. Ja, ja, schon wieder kein Strom. Schalten wir die mal ab. So, jetzt gibt's wieder Strom. Schnell reparieren, bitte. Wow, verlieren auch gerade ganz schön viel Sauerstoff. Resources are low. Haben wir wieder genügend Strom, ja? Sehr gut. Ah, jetzt haben wir auch genügend Beton, um das hier bald fertig zu bauen. Deswegen sind keine Drohnen dabei kaputt gegangen. Resources are low. Ja, ja, interessiert mich nicht. Holen wir mal da alles raus. Keine Anomalien zu erforschen. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Schön. Zumindest da hackelt ja mal einer. There are Earthsick colonists. Yay. Da, Rakete steht schon da. Zupfzeug. Hat er noch anderes geladen? Oh ja, der hat alles Mögliche geladen. Wobei. Auch Genies. Beton können wir gleich mal mitnehmen. Den brauchen wir ja schließlich da oben.
ablegen, gell? So, genau. Resources are low. Ach, halt den Rand. Wow, überall kommen schon die grünen Flecken durch. Das Land wird grüner. Wie die brasilianische Farbe hier, ne? Oh. Ready to launch. Endlich wird auch hier gearbeitet. Das wurde aber auch Zeit. Na, da werden sie auch langsam geheilt. Sehr schön. Ein bisschen den Vogel austreiben. Research complete. Ah ja. Aber dafür brauchen wir erst neue Raketen, leider. Mehr Wasser, 5%. Naja, nachdem das so langsam vorangeht, ist das gar keine schlechte Idee. Ne? Bis drauf, dass Eisasteroiden runterregnen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem dann. Oh, giftigen Regen. Ja, giftigen und reinen Regen. Ja. Sieht man hier schon was? Es scheint langsam feuchter zu werden. Nehmen wir an, das sind diese Flecken. Ich glaube, es gibt sogar eine Forschung, dass man hier Raketen bauen kann, oder? Oh, vielleicht sollten wir das ja mal erforschen. Hm? Resources are low. Jojo, wissen wir. Wir haben sie schon bald. Die sind überlastet, jetzt sind es die hier wieder. Irgendwo ist auch immer was. Ach ja, nachdem die jetzt momentan nachdem die Seen ja jetzt kein Wasser mehr brauchen, können wir mehr davon bauen. Ist das ein kleiner? Ja, das ist ein kleiner. Nö, ein mittlerer. Na, why not? Bitteschön. Hoppla. Ja, so war das aber nicht gedacht. Das Aufforsten dauert halt auch ewig, ne? Okay. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht, weil
das verdammt viel kostet und außerdem ein Wunder ist. Vielleicht sollten wir weiter ausbauen. Ist nur die Frage, wohin, nachdem wir nicht allzu viel Platz haben gerade. Wir bräuchten einen Drohnen-Commander. Gut, die Rakete kommt da gleich mal an. Wir brauchen eine neue Kuppel. Vielleicht eine Megakuppel einmal. Wäre auch interessant. Aber da brauchen wir mehr Beton. Bräuchten wir zuerst mal den Ausgräber, der auch verdammt viel kostet. Funding received. Yay. A colonist has died. Ach ey, was? Mildernde Umstände, was? Was sind mildernde Umstände für eine Todesursache? Oh, Abtrünnige, Selbstjustiz. Bei Sonnenaufgang erreicht dich die Nachricht über das grausame Verbrechen. Über Nacht wurden mehrere Abtrünnige ermordet. Dem Tathergang zufolge handelt es sich dabei um geplante Exekutionen. Gerade als du mit den ranghöchsten Offizieren einen Plan ausarbeiten willst, gesteht ein Kolonist die Tat. Gallia Strahlen behauptet, dass die ermordeten Abtrünnigen in Kuppeln Kinder schikaniert haben. Manche von ihnen nahmen sich infolgedessen das Leben. Da die Autoritäten nichts gegen das Problem unternommen haben, beschloss Galilea Strahlen, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Die kriminellen Abtrünnigen wurden bestraft und der Verantwortliche ist bereit, sich seinem Schicksal zu stellen. Dass wir ein paar von denen los sind. Ach, das war. Deshalb sind da drei gestorben. Mildernde Umstände. Das war's. There are Earthsick colonists. Keine Geologen mehr. So. Wir kaufen mal eine weitere Rakete, weil wir sie dringend brauchen. Wir haben genügend Raum für Leute. Das heißt, wir schauen mal wieder, wen wir holen können. Ingenieur. Botaniker. Wissenschaftler sind sich ja nicht verkehrt. Selbstmord begangen, okay. Niedrige Besonnenheit. Die wollen mehr einkaufen. Ach ja, was soll ich denn machen, Leute? Gibt halt nichts zum Einkaufen. A colonist has died. The recent colonist deaths are a worrisome trend which cannot be ignored. Die aktuellen Tode von Kolonisten sind eine beunruhigende Entwicklung, die wir nicht ignorieren dürfen. Die Bewerber, die auf den Mars gekommen sind, waren sich der vielen Risiken bewusst. Doch unsere Fahrlässigkeit ist schon fast kriminell. Wir können der Öffentlichkeit diese Informationen nicht enthalten. Und böse Zungen behaupten, dass unsere Kolonie eine Todesfalle sei. Diese bedenklichen Gerüchte hält viel wertvolle Kandidaten davon ab, neue Grenzen zu überschreiten. Und genau das sind die Leute, die wir so dringend brauchen, um unser großes Vorhaben, den Mars zu kolonisieren, zu erreichen und unserer Zukunftsvision einen Schritt näher zu kommen. Oh Mann. Ja, was... Mann, es sind ja sehr viele Kolonisten da. Gut, wenn sie eines nicht natürlichen Todes sterben. Das kommt wohl schon mal vor hier, ne?
Da wären wir eh extra schon im Sanatorium. Vielleicht sollten wir mal dieses Upgrade dafür erforschen. Aber wo ist das? Sanatorium Upgrade. Nehmen wir halt mal das, bitte. Das geht eh relativ schnell zum Erforschen. A colonist has died. Und wieder niedrige Gesundheit. Warum niedrige Gesundheit? Was ist mit eurer Gesundheit denn los, bitte? Das ist der nächste, der drauf gehen wird. Chronisch krank, gut erholt. Aha. Verliert jeden Tag Gesundheit. Aha, okay. Ja, wir brauchen mehr Kuppeln und mehr Nahrungsproduktion, definitiv. Das Ding ist bald fertig. Ah ja, wir brauchen mehr Raketen. Schicken sie einfach so los. So viel Treibstoff. Kann man den nicht verkaufen? Kann man den nicht zurückschießen? Was haben wir hier eigentlich? Magnetschild. Meteoriten, bla 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 bla. Das kostet nur Geld und Treibstoff. Für ein bisschen Atmosphäre und Temperatur, okay. Ja, Temperatur ist nicht ganz. Wobei, es geht trotzdem langsam voran. So, da war mal das Upgrade. Wow, ganz schön teuer. Aber es wird es wert sein. Ah, da wird endlich ordentlich gearbeitet. Haben wir das jetzt schon erforscht eigentlich? Dass das. Nö. Den Komfort aller Wohnräume innerhalb der Kuppel. Ne, das haben wir offensichtlich noch nicht erforscht. Wäre sicher nicht schlecht für ihr, dass sie da mehr Komfort haben. Der Abtrünnige schlägt erneut zu. Mildernde. Werden jetzt unsere Abtrünnigen hier ausradiert? Scheinbar nicht, das sind immer noch vier. Zwei Beton noch. Mann, das dauert, bis das da fertig abgebaut ist. Keine Veränderung, sieht es schon komisch. Ja, und es wächst hier weiter. Das pflanzen wir noch mal an. Flechten, genau. Da ist er. Keine Ahnung, ob das was bringt. Wahrscheinlich nicht. 0,21% erst. Das dauert. Ja, da kommen die nächsten Leute.
are earthsick colonists. Ja, dann gehst du halt. New colonists have arrived. Yay, na, die quartieren sich gleich mal hier an. Krankenstation hin. Nachdem wir hier einen Arzt haben. Gut, Freunde, das war's aber auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.